Endlich wird es so langsam Frühling. Es ist Anfang März und am 21. März ist ja bekanntlicherweise Frühling der Moment der ganz großen Vorsätze. Wir stehen mitten in der Bahnhofstraße und berichten heute von Fitnessloft. Und ein Thema, was natürlich alle immer interessiert, ist das Thema, wie werde ich lästige Funde los? Und hier ist die Venera Musa. Sie ist von der Clubleitung bei Fitnessloft. Hallo Venera. Hallöchen, hi. Wir haben zuletzt von deinen Kursen berichtet, denn du machst Stoffwechselkurse. Und wir haben die Leute eingeladen und hier haben wir zwei Teilnehmer, die haben daran teilgenommen. Ja, wir haben sogar zwei sehr, sehr erfolgreiche Teilnehmer. Das ist einmal die Ann-Kathrin und einmal der Martin, die wirklich Riesenerfolge erzielt haben. Die beiden haben sich bereit erklärt, sogar Fotos zu zeigen, wie sie vorher mal aussahen. Dazu gehört schon einiges an Mut. Hallo Ann-Kathrin. Hallo. Wo kommst du her? Aus Gersweiler eigentlich. Aus Gersweiler. Wohnst du aber jetzt in? Nee, ich wohne in Gersweiler. Du wohnst in Gersweiler, okay. Das heißt aber, ich sag mal so Großraum Saarbrücken, kann man das sagen? Genau. Du studierst? Jura. Jura, sehr schön. Das heißt, du möchtest später mal was werden, Rechtsanwalt? Nein, Richterin. Richterin? Ich krieg Angst. Ja, ach, also Quatsch, wenn ich mal zu schnell fahre, ich hoffe, ich komme zu dir und habe die Geschichte gut erzählt. Du bist wie alt? 25. 25 und ja, schön. Du warst Zeit deines Lebens immer schon so ein bisschen, wie hast du es selber genannt? Ja, ein bisschen moppelig. Ein bisschen moppelig und irgendwann hast du gesagt, jetzt ist Schluss. Genau, ja, also im Laufe vom Studium wurde es immer mehr und dann habe ich Rückenschmerzen bekommen und dann bin ich ins Fitnessloft gegangen. Genau, wie kamst du denn ins Fitnessloft? Über eine Freundin. Eine Freundin von mir ist die andere Clubleitung, die Maria. Und die hat zu mir gesagt, ja, dann komm zu uns, wir helfen dir. Okay. Und so hat das Ganze angefangen. Und du bist ja schon wie lange dabei? Ein Jahr. Ein Jahr. Das heißt, du hast mit dem Stoffwechselkurs ja angefangen, darüber reden wir gleich ein bisschen. Da wurde dir erklärt, was du eigentlich in Anführungsstrichen falsch machst, oder? Genau, ja. Du bist der Martin. Hallo Martin. Hallo. Du arbeitest im öffentlichen Dienst, kann man so, das sagen? So ist das, ja. Was machst du? Ich bin Beamter, arbeite an der HTW in der Rechtsabteilung. Ja. Viel sitzen, oder? Sehr viel sitzen. Fast nur sitzen. Genau, du bist Vater? Von zwei Kindern. Das heißt, auch da ist Stress pur, oder? Ja, positiver Stress, nenne ich es mal. Also ist ja doch sehr angenehm, wenn man auch kleine Kinder zu Hause hat. Genau, du hast mir erzählt, du bist mit deiner Frau schwanger geworden, wie so viele Männer. Du hast denn irgendwann mal über 100 Kilo gewogen, oder? Ja, ich habe fast 105 Kilo gewogen und bin dann ins Fitnessloft. Ursprünglich auch wegen Rückenschmerzen, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Ja, und dann ist irgendwann Venera auf mich zugekommen mit der Stoffwechselkur, weil es mir auch darum ging, dann mal möglichst schnell Erfolge zu erzielen. Und dann sind wir das angegangen. Stoffwechselkur, das klingt ganz fürchterlich. Aber Venera, es geht darum, der Stoffwechsel ist bei vielen so ein bisschen auf Sparflamme, kann man das sagen? Ja, der schläft einfach ein bisschen ein. Je nachdem, was ich meinem Körper einfach antue, indem ich mich wenig bewege, nicht so viel bewege, falsche Ernährung. Der passt sich an, der Stoffwechsel. Ja, genau. Genau, der Körper ist faul. Genau. So, und du hast da Tricks drauf. Wir gehen mal am besten mal hoch, ist ein bisschen kalt. Wir zeigen mal gerade den Hintereingang. Da oben ist der Fitnessloft. Das heißt, ihr seid ja in einem richtigen Loft oben drin. Ihr habt sogar zwei Stockwerke, gell? Richtig, jawohl. Genau, und das Ganze ist natürlich optimal, wenn man gerade hier zufällig sowieso schon in der Stadt ist. Ja, kann man ohne irgendwas zu bewegen einfach hierher kommen. Unter anderem der Martin benutzt ja den ÖPNV. Das muss man ja schon fast machen, wenn man bei der HTW ist, oder? Ja gut, wir profitieren ja von dem Jobticket. Insofern ist es recht günstig. Ja. Für dich kein Thema, du kannst hier einfach aussteigen bei der Saarbahn und bist hier. So ist das, ja. Okay. Und du kommst hier praktisch täglich vorbei? Genau, ich fahre mit dem Bus vorbei, wenn ich zur Uni fahre oder wenn ich nach Hause fahre. Genau, für die ganz Sportlichen ist hier vorne nämlich der Eingang, da ist der Fitnessloft-Eingang, da sind die Treppen alle nur, ja. Man kann aber auch Aufzug fahren, oder? Könnte man. Oh, das machen wir aber jetzt mal, ja, weil mit der Treppen und der Kamera hoch, so ganz so sportlich sind wir nicht. Venera, erzähl uns noch mal ganz kurz deinen Werdegang. Wie kamst du zum Fitness? Naja, eigentlich eher durch Zufall. Ich musste eine Ausbildung machen. Ich war schon 21 und hatte noch keine Ausbildung. Hat sich gerade ergeben, dass im Fitnessloft einfach eine Servicekraft gesucht wurde. Und so bin ich dann zum Fitnessloft gekommen. Dann dachte ich, naja, der Job macht ja eigentlich schon ganz schön viel Spaß. Man könnte das Ganze ja auch zum Beruf machen. Und dann habe ich mich halt einfach entschlossen, die Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau zu machen. Und habe dann die feste Einstellung bekommen bei Fitnessloft. Habe dann meine Trainerausbildung gemacht und habe mich auch so ein bisschen auf die Stoffwechselkurse sozusagen spezialisiert. Wie viele Leute hast du denn schlanker gemacht in deinem Leben? Also ich glaube, ich habe einfach irgendwo
Die haben gerade gelacht. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade volle Lotte gegen die Laterne gerannt. Ja, ich hoffe, man konnte es auch sehen. Das lassen wir aber jetzt mal im Video drin. Das wird der, das wird in die Off-Takes reinkommen im Jahresende. Es sah ziemlich doof aus, oder? Entschuldigung. Das lege der Kühlschrank. Ja, aber nichts passiert. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich sehr viele erfolgreiche vor allem Teilnehmer. Okay. Erfolgreich heißt, die nehmen ab. Und ganz, ganz wichtig, du hast mir eben gesagt, es gibt so eine Bleibephase. Ich guck mal lieber nochmal nach vorne. Ja. Gibt eine Bleibephase, wo die Leute dann ihr Gewicht konditionieren und halten, oder? Richtig. Also wir haben eine dreiwöchige Stabilisierungsphase. Genau. Ich zeig das mal ganz kurz. Hier vorne ist nämlich der Hintereingang vom Musikhaus Knopp. Wir sind jetzt hier in der, nicht in der Futterstraße, sondern in der Sulzbachstraße. Genau. Hier hinten, da vorne ist das Sporthaus Kohlen mit allen drum und dran. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Also hier gehen auch relativ viele Mitglieder auch rein. Nicht alle gehen zu Fuß, muss man sagen. Man kann auch jederzeit mit dem Aufzug fahren, barrierefrei. Ja, das ist natürlich auch ganz wichtig. Für alle, die, denen es halt wirklich auch nicht möglich ist, die Stufen zu nehmen, barrierefrei bis hoch zu uns. Genau, wir haben eben kurz erfahren, du bist denn ins Fitnessloft, weil du Rückenschmerzen hattest. Ist das auch ein Grund, warum man ins Fitness geht? Ist das so ein Beweggrund? Ja, natürlich. Man möchte ja möglichst schmerzfrei leben und wenn einem dann der Facharzt dazu rät, entsprechend Muskulatur aufzubauen. Dann hat er auch gesagt, du könntest auch ein bisschen Gewicht verlieren? Nicht direkt. Aber so, das weiß ich ja selbst. Genau, kommen wir ganz kurz durch. Hier im Haus ist nämlich noch, unten drunter ist nämlich noch viel Mann, muss man ganz fairerweise sagen. Ich gehe mal kurz in den Aufzug rein. So, jetzt darfst du nochmal. Ich hatte dich unterbrochen. Ja, man weiß ja selbst, dass man übergewichtig ist und es macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, wenn das Treppenlaufen zur Qual wird. Und ja, ich bin glücklich und froh, dass ich den Absprung dann geschafft habe und was dafür getan habe. Hast du dein Führerscheinfoto noch irgendwo da? Ist das da? Warst du früher mal sehr schlank? Ich war als Kind sehr schlank und dann auch, wie du sagtest, immer etwas moppelig. Also das heißt, du hast dir mal gut gehen lassen, kann man das so sagen? Ja, ja, das kann man so sagen. Kann deine Frau gut kochen? Die kann sehr gut kochen. Ich zu allem Überfluss dann auch noch. Und, ja. Da kommt eins zum anderen. Genau. Super, hier sind wir bei Fitnessloft oben drin. Wir haben extra mal gezeigt, wie kommt man hier rein. Also es gibt ja einen Vorderaufgang, einen Hinteraufgang. Wir enthüllen mal gerade was. Ja, du hast nämlich ein Plakat vorbereitet, das ist hier vorne. Die 21 Tage, die dein Leben verändern, hat die Venera hier gemacht. Gib deinem Körper und deiner Figur die Chance, neu anzufangen. Und ganz da unten, da hat sich der Martin nämlich bereit erklärt, einfach mal zu zeigen, wie die Veränderung war. Beschreib mal gerade, was sieht man ganz links? Also ganz links, das sind die Fotos, mit denen wir gestartet sind. Das war unser Startfoto und mit der Zeit sieht man natürlich die Veränderung, gerade was halt eben die viszeralen, also tiefer liegenden Fette angeht, dass das einfach mit der Zeit sehr viel weniger geworden ist. Genau, Bilder, die könnten ja gefotoshoppt sein und so weiter. Man kann ja Bilder verändern, Gesichter reinmachen, aber was man nicht kann, man kann nicht im Video mal zeigen, wie es aussieht. Oder Martin, das ist wirklich so passiert? Das ist tatsächlich so passiert und waren insgesamt 7 Wochen. Ja. In den 7 Wochen bist du von 104,7 runter auf? Auf 91,2. Genau. Und dann fängt die Phase an. Du hast mir erzählt, es gibt ein Tagebuch, wo du fliegende Snickers geträumt hast. Oder wie war das? Ja, das waren so, ich nenne es mal Halluzinationen, die man dann irgendwann hatte. Wenn, echt? Ja, in Anführungszeichen. Also stark übertrieben, aber man hat dann irgendwann schon das Bedürfnis nach mehr Zucker. Ja, der Körper nimmt sich das zurück oder möchte sich das zurücknehmen, was er vorher gewohnt war. Und, er kämpft. Aber im Großen und Ganzen ist es mir recht leicht gefallen, weil ich es aber auch wollte. Also man muss es wollen und dann ist der Schweinehund auch relativ leicht zu besiegen. So, jetzt haben wir eben erfahren, deine Frau kocht gut, du auch. Habt ihr denn auch den Einkauf ein bisschen umgestellt, wenn ihr in den Supermarkt gefahren seid? Ja, mehr Grün, weniger Fett. Kann man so sagen? Kann man so sagen. Das umschreibt es eigentlich ganz gut, ja. So, Stoffwechselkur. Wie funktioniert das Ganze? Bevor wir gleich noch zur Ann-Kathrin kommen, die werden wir nochmal intensiv, die hat nämlich auch Fotos dabei, die wir gleich mal zeigen werden können. Was heißt denn das Stoffwechselkur? Naja gut, in erster Linie geht es einfach darum, nochmal diesen Reset-Knopf einfach mal zu drücken, einfach auch von alten Gewohnheiten wegzukommen
und einfach auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was mein Körper braucht oder nicht braucht. Weil industriellen Zucker braucht der Körper definitiv nicht. Das ist eine reine Kopfsache. Ja, unsere Geschmacksnerven fahren da total drauf ab, aber im Endeffekt schadet es dem Körper. Junkie, Zuckerjunkie. Ja, ganz genau, so kann man es am besten beschreiben. Und mit der Stoffwechselkur versuche ich einfach auch so ein bisschen das Thema Ernährung allen Teilnehmern ein bisschen näher zu bringen, damit man einfach ein bisschen bewusster damit einfach umgeht und einfach auch sieht, was brauche ich und was brauche ich absolut nicht. Das heißt, die Industrie hat sich natürlich darauf eingeschossen. Alkohol gibt es natürlich wie Sand am Meer, auch Snickers, Mars und ich sage jetzt mal nur stellvertretend, es gibt da ja unglaubliche ganze Straßen in Supermärkten, wo man sich eindecken kann mit Mancheries, mit Lions, mit was zum Beispiel? Twix. Twix. Das ist schon gemein, oder? Ja, natürlich. Ich meine, gerade wenn man ein Kinder zu Hause hat, die wollen natürlich nicht darauf verzichten. Und, Die Kinder dürfen das noch? Die Kinder dürfen das, ja. Dürfen Kinder das? Sind die im Wachstum, die dürfen das? Ist das so eine, oder lieber nicht? Es gibt, glaube ich, kein Kind, das man ohne Zucker und Schokolade großziehen kann. Genau, also meins geht zumindest nicht zu McDonald's, aber ganz freiwillig. Also die im Prinzip die gefertigten Nahrungsmittel, die man so, es geht auch viel um das Thema Kochen, um das Thema Zubereitung, um das Thema sich auch Gedanken machen ums Essen. Alles das, was ich ja so auf der Straße mal schnell finde, meine Brezel und so, ist ja alles eigentlich Gift für den Stoffwechsel, oder? So ist es. Das sind nämlich einfach nur Sachen, die mich relativ schnell satt machen. Ja, ich habe im Moment das Gefühl dann, okay, das hat jetzt vollkommen ausgereicht, aber eine Stunde später, spätestens, taucht nochmal der Heißhunger auf und dann ist auch dieses unkontrollierte Essen da. Ja. Die 21 Tage, die dein Leben verändern, von Venera Musa, die kann man hier buchen. Du hast dazu solche Infotage und die Ann-Kathrin war auf so einem Infotag, richtig? Ganz genau. Genau. Was hat sie dir denn so alles so erklärt? Hat sie da so ein bisschen schon Klick gemacht an dem Infotag? Ja, am Anfang hat sie halt nur erzählt, wie die Kur abläuft und von Erfolgen von anderen gesprochen. Und das war schon sehr interessant. Und am Anfang dachte ich noch so, ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber dann dachte ich, was habe ich zu verlieren? Also fange ich einfach mal an. Und genau, du warst hier Mitglied. War das mit Kosten verbunden? Ja. Was hast du bezahlt? Über 200 Euro. 230 genau, aber Euro. Es hielt sich in Grenzen, oder? Ja. Genau, das war es ja auch wert, richtig? Auf jeden Fall. Zu jeder Zeit? Ansonsten hätte ich sie nicht wieder gemacht. Ich habe Anfang des Jahres halt eine zweite Stoffwechselkur nochmal gemacht. Okay, das heißt, du hast etappenweise Gewicht verloren und hast richtig viel verloren, richtig? Genau, ja. Ich habe 30 Kilo verloren seit Januar 2017. Genau, seit Januar 2017 hast du es stabilisiert und auch gehalten. Bisher ja. Ich bin nur noch dabei, weiter nach unten zu gehen im Gewicht. Zeig dich mal gerade, dass man das mal komplett sieht, ja. Du hast nämlich mittlerweile im Vergleich zu dem, was wir gleich sehen, eine Spitzenfigur bekommen, ja. Und du hast mir erzählt, da ist noch nicht Schluss, oder? Nee, noch lange nicht. Okay. So, wir zeigen mal die Bilder, oder? Dass wir das einfach mal zeigen, wenn du mir die mal kurz zeigst. Das ist die Ann-Kathrin, tatsächlich die Ann-Kathrin. Man glaubt es gar nicht. Und du hattest dich, wenn du es nochmal sagst? Aber war. Ja, das bist du. Das war vor knapp anderthalb Jahren. Ich nehme an, du standst vorm Spiegel und hast ein Selfie gemacht. Genau. Ich war ein bisschen unzufrieden und habe gedacht, ja, ich mache mal ein Foto, vielleicht spornt es mich an. Aber es hat nie so wirklich geklappt. Also erst als ich hier angefangen habe, habe ich dann so richtig den Start rausgeholt mit der Stoffwechselkur tatsächlich. Genau, es gibt ja auch eine Kontrolle. Das heißt, diese Bilder sind aber Gold wert eigentlich, oder? So im Nachhinein muss man sagen, die kann man sich immer wieder angucken und sagen, so will ich eigentlich nie wieder aussehen, oder? Genau, die hängen heutzutage immer noch an meinem Schrank, an meinem Kühlschrank. Und darüber steht, willst du wieder so aussehen? Wenn nicht, dann trink Wasser. Und guck, dass du dadurch ein bisschen gesättigt bleibst und nicht wieder zur Schokolade oder zu sonst irgendwas greifst. Warum? Es wird ja immer gesagt, bei Stoffwechselkuren, beim Abnehmen überhaupt, man soll unglaublich viel Wasser trinken. Ja? Das ist aber ganz, ganz wichtig, denn das Wasser kurbelt richtig den Stoffwechsel an. Zum einen kurbelt es den Stoffwechsel an, zum einen sorgt es natürlich auch dafür, dass ich ein volles Gefühl auch im Magen habe und auch etwas kontrollierter esse. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass man einfach nicht an Cola, Limo oder sonst irgendetwas kommt. So, wir haben eine gute Nachricht. Wir sind ja hier in einem Fitnessstudio, hier wird trainiert. Das Training ist zwar wichtig, aber die Stoffwechselkur funktioniert auch komplett ohne Training, wenn man will. Ja, würde ich aber niemandem empfehlen. Ja, ist klar, aber ich sag mal, es hat nichts damit zu tun, dass man pumpen muss permanent, sondern es ist ergänzend zum normalen Leben auch durchführbar. Ja, also ich könnte tatsächlich auch ohne Sport die Stoffwechselkur durchführen, habe aber mit zweimal die Woche Krafttraining bei uns im Studio einfach ein viel größeres und besseres Ergebnis. Genau, hier werden ja die Kurse gelobt. Du bist ein großer Kursfan?
Nein. Ich habe schon genickt, nee, also beziehungsweise geschüttelt, ja. Ich trainiere individuell. Kursfan bin ich nicht, auch schon allein deshalb, weil ich dann zeitlich gebunden bin. Ich bin ein Individual-Trainierer. Genau, und du hast dann dein eigenes System raus. Was machst du gerne hier im Fitnesslauf? Ja, ich mache eigentlich nur den Zirkel. Also genau, den, und der ist nämlich genial. Der ist sehr genial, weil man kann im Prinzip nichts falsch machen. Sag mal gerade, wir gehen mal ganz kurz mal zum Zirkel hin. Hier ist gerade ein kleiner Stau. Der ist nämlich hier vorne da. Das Ganze ist nämlich computergesteuert. Und so sieht er aus. Hier vorne haben wir mal ein Gerät, nämlich die Schulterpresse. Da ist sie. Und das Ganze ist der Zirkel computergesteuert. Du hast dann so ein Armband oder einen Chip? Genau, man meldet sich hier mit dem Chip an. Und die Venera macht das mal gerade. Da ist sie da. Genau, und das Gerät ruft dann die gespeicherten Daten ab und passt sich der trainierenden Person komplett an. Macht so ein Pac-Man ein bisschen, oder? Ja, hat sowas von Computerspiel. Aber man muss einfach der Linie folgen. Und dann hat man das richtige Trainingstempo. Genau, wenn du mal so lieb bist, dich mal setzt. Das passt zwar jetzt nicht, weil es der Chip ist von der Venera. Einfach, dass du mal zeigst, dass man. Das heißt, du bewegst also quasi mit dem Raufen runter, bewegst du das und hast damit natürlich auch so ein, ich sag mal, so eine Vorgabe, dass die Übung perfekt ausgeführt wird, richtig? Genau. Man hat dann das richtige Trainingstempo und die richtige Trainingsbelastung und vor allem auch die korrekte Haltung, weil sich das Gerät ja auf die Körperbefindlichkeiten einstellt. Erstmal vielen Dank. Also es geht ja auch darum, wenn ich den Chip jetzt natürlich habe, merkt sich das Gerät automatisch im Prinzip das maximale Trainingsziel, was ich dann habe. Das wird alles gespeichert, ist sofort abrufbar und ich halte das einfach hier dran, kann weitermachen. Ganz genau so sieht es aus. Also es ist eigentlich das effektivste und einfachste Trainingskonzept der Welt und ich hole einfach mit dem Training das Maximale aus meinem Muskel heraus. Du machst auch Zirkel? Ja, genau. Ist das gut? Ja. Warum? Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt ja Positiv- und Negativ-Training oder isokinetisch und adaptiv. Da ist die Belastung halt jedes Mal ein bisschen anders. Hast du studiert? Du bist ja Juristin. Ja, nee, das habe ich nicht studiert. Ah, das hast du gelernt hier? Das ja. Okay, das lernt man so ein bisschen. Das heißt, man interessiert sich dann über das Thema Wohlbefinden. Thema Einkaufen, auch bei dir. Inwieweit, ich nehme an, du hast einen Freund, oder? Ja. Genau. Hat der mitgemacht bei dem... Nee, also er war schon immer sehr schlank im Gegensatz zu mir. Und das ist aber auch ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Kann er grundsätzlich essen, was er will? Nein, nicht wirklich. Okay, das heißt auch, er würde dick werden, aber er hat schon das Richtige gegessen so ein bisschen? Ja, genau. Und er war auch sehr sportlich aktiv vorher schon. Okay, klasse. Das heißt, er war jetzt kein Hindernis, sagen wir es mal so, dass er die ganzen Snickers dann gekauft hat oder so? Nein, im Gegenteil. Er ist wirklich eine gute Unterstützung. Und bei uns ergänzt sich das so ein bisschen. Ich bin mehr der Schokoladentyp und er ist mehr so der salzige Chips-Salzstangentyp. Ihr da draußen, ihr werdet euch hoffentlich wiedererkennen im Fernsehen. Ist das so? Es gibt so den salzigen, aber es gibt eigentlich den Kohlenhydraten-Typ, gibt es überall. Der Mensch liebt Kohlenhydrate, oder? So ist es. Alles, was halt eben schnelles Zucker ist, das wird von unserem Körper geliebt. Unsere Geschmacksnerven sind halt eben auf Zucker getrimmt. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, ich fahre nicht drauf ab. Aber brauchen tun wir es im Endeffekt nicht. Die richtigen langkettigen Kohlenhydrate, ja. Alles, wo zu viel Zucker drin ist, was der Körper schnell verbrennt, nein. Okay, super. Du hast jetzt Kurse. Wann ist der nächste? Wir haben tatsächlich noch keinen nächsten komplett festgelegt, okay. Aber ich mache auch individuelle Termine. Das heißt also, wenn wirklich jemand starten möchte und sagt, okay, jetzt ist der beste Zeitpunkt. Ist ja jetzt so ein guter Zeitpunkt, oder? Auch. Kurz vor Ostern? Ja. Geht aber jederzeit, das ganze Jahr über, kann man sich direkt bei dir, du bist praktisch so die Fachfrau, gibt es mehrere hier, die sich mit dem Thema Ernährung, aber du bist eigentlich so die federführende Kraft beim Thema Stoffwechsel. Ganz genau so sieht es aus, ja. Okay, machst du es persönlich? Ja. Das heißt, wenn jemand das Video sieht, er kommt tatsächlich zu dir? Er kommt tatsächlich zu mir. Ich zeige es mal gerade, da ist die Venera Musa, so heißt sie. Hast du eine Telefonnummer? Ja, 0681 910 20 52. So, nochmal, damit zum Mitschreiben. 0681 910 20 52. 910, also 910 ja. 20? 52. 52. Jawohl. Man kann dich auch, man findet sich ja auf der Homepage, auf der Webseite, dort findet man dich, kann dir auch eine Mail schicken. Kann mir auch eine Mail schicken. Ist so ein erstes Gespräch kostenfrei erstmal, so ein Kennenlernen? Definitiv natürlich. Also die Beratung vorab, dass man einfach nochmal über die Kur spricht und einfach auch den Ablauf kennenlernt, ist komplett kostenfrei. Muss ich Mitglied sein im Studio während der Zeit? Nein.
Das heißt, ich kann hier auch ohne Mitglied zu sein die Stoffwechselkur durchführen? Ganz genau. Genau, wichtiges Thema. Wenn ich da natürlich Mitglied werde, so wie die anderen, ist das kein Nachteil. Ich muss aber nicht. Nein. Ihr werdet auch nicht forciert. Das ist nicht euer Thema, sondern die Leute sollen ganz frei und ganz unverbindlich mal das Thema kennenlernen. So, und das Thema Halten von Gewicht, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Hat dir das schwer gefallen? Ich meine, abnehmen ist ja eine Sache, aber dann halten? Ja, ich bin ja immer noch am Abnehmen. Deswegen kann ich über das Halten vom Gewicht noch gar nichts sagen, weil ich wirklich noch in dem Prozess drin bin. Es ist ja erst ein Jahr her, seit mein Höchstgewicht erreicht war. Und ich das lernt man aber alles auf dem, ich sag mal, die Venera hilft da so ein bisschen, oder? Auf jeden Fall. Die Venera berät mich jedes Mal. Okay, klasse. Wir sind bei Fitnessloft und Martin, vielen Dank. Wie ist es bei dir mit Halten? War es schwer am Anfang? Direkt nach der Stabilisierungsphase habe ich dann auch wieder 2-3 Kilo zugenommen. Das war aber von vornherein schon so eingeplant und auf dem Level halte ich das jetzt seit einem Jahr. Seit einem Jahr, das ist schon ein Jahr. Man spricht ja so von, ich glaube sogar über einem Jahr, bis der Körper so den Widerstand aufgibt, oder? Ja, es braucht halt alles ein bisschen seine Zeit. Man muss dem Körper auch die Zeit geben, sich dran zu gewöhnen. Aber ich glaube, wenn dieser Hebel allein schon im Kopf gefallen ist, dass man einfach sieht, okay, gut, ich brauche so viel Gewicht nicht. Ich brauche diese ungesunde Ernährung nicht. Dann funktioniert das alles andere auch. So, stellt euch mal ganz kurz neben die Venera. Wir machen die Abmoderation. Dann haben wir es nämlich drauf. Wir sind bei Fitnessloft in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Hier sind drei ganz tolle Menschen, die wir kennengelernt haben. Einmal der Martin. Der Martin, die Venera als Stoffwechsel Spezialistin und dann haben wir die Ann-Kathrin aus Gersweiler. Aus Gersweiler, genau. So, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und auch wirklich toll, dass ihr uns die Fotos nochmal gezeigt habt. Zeig es mir noch einmal, ja, dass man das sieht. Also wenn auch Sie so aussehen, hier werden Sie wirklich super freundlich empfangen und das Thema ist es natürlich langfristig das Gewicht zu halten und dann auch zu verlieren. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Tschüss.